So, hallo. Jetzt wollte ich doch mal ein Video machen, um mich bei meinen Abonnenten zu bedanken. Ich muss sagen, jetzt in der letzten Zeit sind immer mehr dazugekommen und es freut mich auch. Und wir bleiben in Kontakt. Also es gibt immer wieder ein paar Videos von mir. Und daraufhin wollte ich noch sagen, ich habe mitgekriegt bei anderen beziehungsweise bei jemandem, wo mich abonniert hat, ja, dass deutschsprachige Hexen rar geworden sind. Ja. Das ist mir selbst nicht so aufgefallen, weil ich bisher eigentlich nur deutschsprachige kennengelernt habe. Ja. Es sind zwar nicht viele, das stimmt, aber jetzt so im Gesamtbild betrachtet, wäre mir das jedenfalls nicht aufgefallen. Und ich finde es komisch, weil ich kenne einige Foren, die sind voll von deutschsprachigen. Vielleicht betrifft das jetzt auch nur im YouTube-Bereich, weil es gibt eigentlich schon mehrere. Es gibt aber nicht so viele, die jetzt in YouTube-Videos machen. Es sind eher welche, die Foren betreiben. Da gibt es das Hexenportal oder den Hexenkessel zum Beispiel. Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich jetzt schön und schöner, so Videos. Ne? Die guckt man dann doch gern mal noch eher an. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, in einem großen Forum ist ja alles schön und gut. Gibt es Millionen Themen, die auch dazugehören. Aber wenn das schon jetzt über 1000 Mitglieder sind und davon allein schon 500 wirklich immer aktiv sind, dann ist es einfach zu voll und zu übersichtlich. Solche Foren mag ich nicht. Das ist dann eher nur eine Sache, wenn man vielleicht was gezielt sucht, aber wenn man jetzt aktiv mitmacht und bei 30 Themen antwortet, das hat man nicht mehr im Überblick. Ich war auch schon in eins von diesen Foren. Und ich bin da nicht mehr, weil ich komme da nicht mehr mit. Das sind einfach zu viele. Ja? Da finde ich, in kleiner Runde ist es schon wieder besser und übersichtlicher. Wenn es zu wenig sind, ist natürlich dann auch wieder nichts. Aber ich persönlich, kann ja jeder machen, wie er will, fühle mich in einem kleineren Forum besser. Und das wollte ich jetzt auch noch sagen. Ich habe jetzt auch wieder im Forum angefangen, eher mehr aus dem Grund, dass man sich die Dinge, die ich auch berichte, nochmal durchlesen kann. Ja? Weil manche trauen sich ja irgendwas nicht zu fragen. Das können sie gar gerne bei mir persönlich machen, entweder über YouTube oder eben halt per E-Mail oder Facebook oder jetzt eben das Forum. Das werde ich dann noch einblenden. Wie gesagt, es ist hauptsächlich dafür da, dass man sich die Dinge nochmal durchlesen kann, vielleicht noch seinen eigenen Senf sozusagen dazu geben kann. Es ist ja nicht, weil das jetzt da drin steht und auch noch im Forum steht, dass das so, wie ich das schreibe, so ist. Das ist es gar nicht, man. Das ist Spiritualität oder das Hexentum allgemein ist frei gestaltbar. Ja? Wichtig ist, dass immer von sich selber was mit dazu kommt, dann wird die ganze Geschichte auch wirkungsvoller. Gut, das war jetzt der Hinweis zu meinem Forum. Wie gesagt, hauptsächlich eben, dass man sich die Dinge durchlesen kann. Vielleicht auch noch, dass man Kontakte knüpfen kann und in Kontakt bleibt, weil auch ich würde gerne über verschiedene Dinge diskutieren. Und man lernt ja nie aus, ja, man lernt ja immer noch dazu. Gut, bis dann.